Im Prinzip so. Können wir. Und die Party geht ab? Würde ich sagen. Sehr schön. So, Leute. Heute letzter Tag auf der Interzoo. Es ist Freitag. Ja. Und ich habe endlich mal Zeit gefunden, beim Felix vorbeizuschauen. Ja, beziehungsweise Felix war die ganze Zeit im Brass hier. Ja, tut mir leid. Also die letzten Tage habe ich in einer Tour quasseln dürfen und immer im Augenwinkel hinten jemanden gesehen, der so mich anschaut und, oh Gott, tut mir leid, ich will hier für jeden Zeit haben. Und dann eine halbe Stunde später stehe ich manchmal auch alleine da. Gell? Ja, so ist das. Ja, aber die Messe ist ja im Prinzip für die Händler, ja. Damit ihr Kontakte knüpft, damit ihr... Ja. Aber die ist auch für dich. Unter anderem, ja. Richtig. Bin ja auch froh, dass wir jetzt heute Zeit haben. Und ja, ihr habt ja einiges aufgefahren. Ich blende hier und da dann auch mal ein paar Sachen ein. Cool. Und du hast das Rad neu erfunden, habe ich gehört. Naja, das ist zu viel, gell? Also für mich, ja, wo habe ich das Rad neu erfunden? Jetzt bin ich gespannt. Hast du gesagt, der Osmolator? Nein. Ja. Also das Rad ist ein bisschen runder geworden, sagen wir es mal so. Das ist schön gesagt, sehr gut, das trifft es, genau. Wir haben uns einfach mal gedacht, wo ist der Osmolator? Der Osmolator 3 ist ein geiles Produkt. Definitiv. Wir leben davon, wir wollen da wirklich eine Stärke aufbauen und richtig, richtig reingehen. Und jetzt wissen wir aber, dass der Osmolator 3 kein günstiges Gerät ist. Und wir wissen auch, dass wir an manchen Stellen so ein bisschen, wir sind ja die kleine deutsche Firma, so ein bisschen overengineert haben. Mhm. Und so Sachen wie hier das Kabel zum Beispiel oder so, so, dass da innen drin so ganz spezielle Lebensmittel, echte extra weiche O-Ringe drin sind. Mhm. Das funktioniert auch ohne das. Gell? Dann haben wir so ein bisschen Abstriche genommen. Auch der thermische Sicherheitssensor, den kann man weglassen, wenn man sagt, ich lasse den einfach höchstens zum Beispiel 70 Sekunden dosieren. Ja. Da kann ich gerade mal diese Menge reinfüllen. Da geht nichts über, passiert keine Katastrophe. Okay. Da ist auch kein Relais, das irgendwie schaltet und aus Versehen die Pumpe durchgehend laufen lassen kann, weil ja hier der Motortreiber integriert ist, so für alle die so wissen, wie das funktioniert. Und solltet ihr nicht wissen, wie es funktioniert, ich blende das Video dann nochmal ein, wo ich den entsprechenden Osmolator 3 vorgestellt habe. Ist was länger, nehmt euch also Zeit. Genau. Und so haben wir also jetzt einfach, sage ich mal, an den wichtigsten Stellen, man hat immer noch das Made in Germany, es wird immer noch von denselben lieben Menschen zusammengebaut, mit derselben Liebe getestet. Hm. Man hat die 5 Jahre Garantie. Das ist übrigens eine Sache, die ist genau. Recht selten am Markt mittlerweile. Ja. Und wenn es 5 Jahre Garantie gibt, dann ist es 2+3. Mhm. Und dann wird halt 5 Jahre hingeschrieben. Dann wird 2+3 gemacht. Mhm. Und dann, ich übertreibe jetzt, weil ich weiß, dass es niemand so frech macht, aber dann kriegt man die 3 Jahre extra nur, wenn man sich innerhalb von 24 Stunden nach Kauf registriert, seine persönlichen Daten hinterlegt, nicht in einem Einfamilienhaus wohnt und seine Lebensgröße angibt. Du weißt schon, was ich meine. Genau. Genau. Du weißt schon, was ich meine. Einfach ja, genau. So Bedingungen machen und dann kann man auch vorne raus werben und hinten raus. Natürlich macht es keiner wirklich so schlimm. Mhm. Ich übertreibe jetzt hier. Aber wir versuchen es einfach sehr unkompliziert zu machen und zu sagen, du hast die 5 Jahre, wenn du den Kaufbeleg hast, top. Wenn du ihn nicht hast, wissen wir anhand der Seriennummer, wann es gebaut wurde und können dann auch, oder wir wissen auch, wann es zum Händler verkauft wurde. Also ihr könnt alles im Prinzip nachvollziehen. Und dann wissen wir, dass das Produkt zum Beispiel halt gebaut wurde, 5 Monate rumlag und es kann ja noch gar nicht 5 Jahre beim Kunden sein, also ist es berechtfertigt. Genau. Ja, das ist schon mal einfach und unkompliziert. Das hat man auch nicht bei vielen Firmen. Da muss man dann wirklich alles nachweisen können. Ja. Das finde ich schon mal geil. Das ist schön, danke dir. Definitiv. So, und jetzt ist jetzt hier einfach wichtig, denselben guten Tunze-Service und dieselbe gute Qualität, klar mit ein paar kleinen Abstrichen an den Details, aber die Kernfunktion, derselbe optische Sensor, dieselbe Pumpe, dass man auch einfach mit ein bisschen weniger Budget sein Aquarium gescheit geregelt bekommt. Genau. Okay. Das haben wir die gleichen Modi im Prinzip drin? Weil wir haben ja bei dem Osmolator 3 haben wir noch einen Boost-Modus mit Richtig. Drin. Sehr gute Frage. Nee, hier kann ich die Dosierzeit verstellen. Die Zeit. Ah, also okay. Ich kann sozusagen in 2 Stufen den Sicherheitstimer einstellen. Mhm. Und jetzt kommt noch ein Fun-Fact. Der heißt hier zwar Nano, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn der hat eine gewisse Sicherheitszeit. In einem kleinen Technikbecken reicht die völlig aus. In einem 200-Liter-Becken mit ein bisschen Oberfläche reicht es auch noch aus, aber bei einem 1000-Liter-Becken kommt in dieser Sicherheitszeit nicht genug Wasser an, um den Sensor wieder zu schalten. Mhm. So. Das heißt aber, aber in einem Technikbecken kann ich den im Prinzip auch mit einem 1000-Liter-Becken betreiben. Es könnte sein, dass das Ding jetzt den großen Osmolator wegfegt, dann ist es halt so. Der große lag bei, lass mich jetzt nicht lügen, 213, geiler Preis, oder? Schön rund und gut einprägsam, wie ich merke. Ja. Ja. Tatsächlich, ich würde mir den Preis merken, wenn ich ihn tatsächlich bezahlt hätte, aber ihr habt ihn mir ja zur Verfügung gestellt, von daher. Schön transparent, sehr gut. Ja. Und der liegt jetzt hier bei?
bei 128. Also es geht sehr viel günstiger. Ja. Mit Abstrichen, beziehungsweise ja, ob das wirklich jetzt die extremen Abstriche ja sind. Also der eine hat ein paar mehr Sicherheitsfeatures, der andere hat dann die Möglichkeit, Zeit einzustellen, was ja wir bei dem Osmolator ja 3 nicht haben. Ja, der hat halt nur 10, der normale 3 hat einfach 10 Minuten, mhm, weil, genau, und hier, ja, richtig schön gesagt, ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Alles gut. Danke. Ja, dann schauen wir uns mal weiter um und gehen ja zum sehr nächsten gerne Punkt. Wieso das Beste? Ja, hätten wir es nur jetzt schon gefilmt, dann wäre das richtig cool geworden, oder? Ja, wahrscheinlich. Spontan. Sind wir am nächsten Gerät, sage ich jetzt mal hier, was ihr aufgebaut habt. Ja. Mal ganz unkonventionell was anderes. Ja. Strömung ja anders dargestellt bzw. ja anders aufgebaut. Richtig. Süßwasserbereich, Bachlauf soll es sein. Ja. Und ihr habt hier verbaut viermal, blende ich euch mal seitlich mit ein, viermal 6105. Ja. Als Strömungspumpe bzw. als Kreislaufpumpe. Ja, richtig. Also das wäre auch mit zwei wahrscheinlich ziemlich cool gewesen, ehrlich mhm gesagt. Es bräuchte gar nicht diese volle Power. Also wenn man die runterdreht auf irgendwie 30%, dann sieht es auch schon blendend aus. Das ist echt, echt Wahnsinn. Ja. Aber dieses Grundprinzip, dass er im Prinzip hier unten ansaugt, hochdrückt, ja, das wird hier oben rübergegangen, ja, geht über das Gitter ja hinten wieder also in den unteren Bereich rein. Ist schon eine coole Sache, aber es ist natürlich auch, ich sag mal, ein Gesamtaufbau, der Platz kostet. Ja, ja, also da hat man jetzt etwas weniger Aquarium, gell? Der mhm Formfaktor ist auch mittel, also ist schon ganz praktisch hier, dass wir da ein bisschen drüber sind. Mhm. Aber man hätte es flacher machen können oder länger machen können. Aber hier ist es so für ein Aquarium, für die Messe ganz gut zum Mitnehmen. So könnte man sich es auch daheim hinstellen. Da würde man vielleicht aber auch deshalb ein bisschen abdecken. Das ja, das würde wahrscheinlich optisch verschwinden. Ja, genau. Aber ist jetzt mal, um es darzustellen, ja, wie es funktioniert. Richtig. Das ist ja im Prinzip eine Sache, die man halt in der Form nicht so oft sieht. Ja. Und weißt du was, wenn man es, also ich weiß nicht, ob das jemals irgendwann aquaristisch interessant ist, aber wenn du den Schild da oben weglässt, dann kriegst du da einen richtigen Sturm rein, dann kriegst du so einen richtigen so Ozeanwellen. Denke ich mir. Dann hast du nicht diese schaukelnde Welle, die das Wasser so und her nimmt, sondern du hast richtig ja, ja, so, das ist toll. Irgendwann mal machen wir da noch mal ein paar verrückte Sachen mit, gell? Also das ist definitiv genial. Die laufen jetzt auch knapp 70%, die vier Stück. Ja. Ist immer noch weniger, als wie das Licht oben verbraucht hat. Richtig, eine Leuchte braucht auf Vollgas 90 Watt, also das ist schön ja, sparsam. Die 6105 sind sowieso ja von dem Stromverbrauch her absolut genial. Auch generell alles andere an den Pumpen, aber das ist für mich schon mal ein richtig geiles Masterpiece von euch. Also, dass ihr wirklich mit dem Energieverbrauch so weit ja runtergegangen ja seid, ja, das ist natürlich genial. Ja, cool, danke dir, freut mich zu hören. Ja, also ich bin mit den Pumpen auch äußerst zufrieden. Das, was du jetzt, die neuen Controller, da kommen ja wir dann auch nochmal zu. Ja. Da habe ich auch noch was vor, dass wir dementsprechend ein bisschen mal auf die Controller eingehen, ein bisschen auf den Tunzer-Hub. Ja. Als Live-Event. Mal gucken, cool, ob ich vielleicht den Daniel abgreifen kann. Boah, dafür. Da hättest du Spaß mit, ha? Das wäre eine richtig coole Sache. Ja, dass wir vielleicht so ein, ich sag mal, so ein Live-Event machen, wo er mit dabei ist, ja, wo wir dann gleichzeitig was an meinem Gerät einstellen können, ja, die Leute fragen. Ja. Müsst ihr mal drunter schreiben, ob ihr darauf Bock hättet. Ja. Weil Ich bin hoffentlich so nett und sage ihm vorher mal Bescheid, dass er es nicht erst jetzt in dem Video sieht. Ja, schauen wir mal. Aber ist ja eine. Ja, okay. Es kommt ja auch immer auf die Zeit an, wann ja, man das Ganze. Komm, das Format musst du dann Daniel Quadrat nennen, oder? Wow. Kriegen wir schon irgendwie hin. Cool. Ja, das ist schon mal recht geil. Ja, das wäre sehr schön. So, das war die kleine Exkursion in den Bereich Süßwasser. Ja. Jetzt gehen wir mal dahin, was uns wirklich interessiert. Machen wir das. Rüber ja, zum danke. Salzwasser. Ja. Jo. Ja. Meerwasser. Genau das, was wir eigentlich sehen wollen. Ne? Ja. Und ihr habt hier alles verbaut, was ihr verbauen könnt. So, und jetzt hauen wir rein, weil wenn ich jetzt einfach das Reden anfange, dann wird das nur wieder so ein Video, wie es schon gibt. Jetzt will ich mal hören, was dich daran interessiert oder welche Fragen du hast. Ach du Schande. Was dich daran anlacht. Jetzt hat er mich. Raus. Komm, hau jetzt raus. Jetzt hat er mich. Was du daran interessant findest oder komisch findest oder lustig findest. Ja, hau raus, komm. Interessant finde ich einmal die generelle Steuerung, die jetzt hier möglich ist. Nämlich hier auf der Seite blende ich euch nochmal kurz mit ein. Das ist einmal der Tunzer Hub und die neuen Controller okay für die Pumpen. Ja. Ist schon mal relativ genial. Kessellampen, okay, bin ich jetzt nicht der große Fan ja, von, weißt du ja. Aber die bringen auch ein relativ geiles Licht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Die machen es halt auch hier wieder, du kennst es ja, ne? Du hast diesen schönen Klingeneffekt ja am Sand. Machen es lebendig, dem einen wird schlecht, der andere fühlt sich
Wie im Urlaub. Genau. Oder kann sich gar nicht dran satt sehen. Ja, ganz genau. So, dann haben wir hier die versteckten Pumpen. Ja. Okay, die strahlen jetzt etwas hervor, muss man ehrlich sagen. Die würden ein bisschen zuwachsen. Das ist ja wirklich hier ein Messebecken mal schnell hingestellt. Ja, okay, das dauert ja immer ein bisschen. Ja, ne? Ja, genau. Dann sehe ich hinten die Stream. Richtig. Und das Ganze ist dann vollständig auch gesteuert über den Hub. Ja, also tatsächlich die Cassie leuchten haben ihren eigenen Wi-Fi-Dongle. Mhm. Tatsächlich arbeiten wir aber daran, dass wir den auch in den Hub bekommen. Okay. Cassie war super nett, hat uns die Protokolle gegeben. Ich würde mich sehr freuen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein Gerät machen wie den 7020, der Pumpencontroller, nur in die Leuchten rein. Ich fände es natürlich geiler, wenn die das direkt integriert hätten, sage ich ganz ehrlich, aber... Ja, okay, dann hast du modular für die Lampen einen separaten Controller, den du aber dann mit in eurem Gesamtsystem drin richtig, hast. Genau. Ja, du und hast dann, jetzt, ja, ich wollte dann gegebenenfalls anfängst, ich sag mal... das untereinander zu connecten. Ja. So wie es jetzt auch demnächst sein wird, weil es wird nämlich zu den Pumpen, zum Hub und für die Pumpensteuerung wird es ein Update geben. Ja, richtig. Tatsächlich, wir bekommen wahnsinnig cooles Feedback von der Community. Ich bin auch den Lieben da draußen ganz dankbar, dass sie uns die eine oder andere Unzulänglichkeit verzeihen und uns konstruktiv mitteilen, hey, guck mal, ihr... Piep. Nee, guckt mir, ihr Lieben, ihr könntet auch eigentlich noch das und das. Ich vermisse das und das und das Feature. Ja. Und da haben wir jetzt gerade zum Beispiel hier auf der Messe laufen die Controller schon mit Version 1.2.9. Ah, da haben sich einfach Kunden gewünscht, ich will Random Flow haben. Mhm. Ich will also ein Zeitfenster einstellen können und ein Leistungsfenster einstellen können und dann soll das einfach zufällig so laufen. Und das ist eine geile Sache. Es ist natürlich... Klar, und hätten wir gleich machen sollen, sorry. Und jetzt ist es hier drin, genau. Oder sowas Einfaches, wenn eh schon alle Pumpen mit in der Cloud sind, dass ich die dann untereinander vernetze. Was ihr damals halt mit den Kabeln konntet, dass es dann halt in der Cloud möglich ist, dass man die miteinander verbinden kann. Richtig. Aber was ich eben sagen wollte. Bitte. Ihr reagiert auf das, was die Community euch an Infos gibt. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich nicht von allen Firmen so sehe. Ja. Es gibt viele Sachen, wo ich sage jetzt mal, von der Firma X rauskommen, wo sie sagen, oh, das ist aber toll, da fehlt mir aber das und das. Ja. Dann gibst du das weiter und da passiert nichts. Vielleicht so aus Sicht des Herstellers, so eine Idee landet schon bei uns und dann gibt es so eine Liste mit, also bei uns hat die ungefähr 100 Punkte. Wenn wir sagen, also scheiße, Entschuldigung, Random Flow, das ist so ein Feature, das hätten wir längst drin haben sollen, dann kriegt es halt eine hohe Prio und dann wird es auch schnell abgearbeitet. Ja, aber es kommt tatsächlich. Ja, natürlich. Also wir haben ja jetzt schon mehrere Updates gehabt von verschiedenen Versionen. Ja. Aber tatsächlich jetzt dieses Umsetzen von diesem Random Flow und von neuen Features, dass man die Pumpen halt connecten kann, das ist eine Sache, die ich am Markt halt von einigen Firmen echt vermisse. Und dass ihr das... Ich sage mal, zeitnah so umsetzt, finde ich absolut cool. Super. Ja, ich bin ehrlich, wir haben hier so eine Standparty gemacht am Mittwoch. Mhm. Und da sollte ich irgendwie eine Rede halten und ich so, keine Ahnung, was sage ich denn jetzt, gell? Ich habe mir dann ernsthaft vorgenommen, im letzten Moment einfach mein Herz sprechen zu lassen. Und dann habe ich denen einfach gesagt, wisst ihr was, ich bin so stolz, dass ihr hier seid. Ich stehe morgens unter anderem für mich selbst auf, aber hauptsächlich für meine großartige Frau, meine großartige Tochter, meine Familie und dann schon für die lieben Kunden zu Hause, weil ich davon lebe. Ich baue diese Produkte um dieses großartige Hobby zu unterstützen. Und wir haben, jeder gute Aquarianer ist auch ein guter Bastler. Und die haben großartige Ideen zu Hause. Ja. Und da muss man einfach, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich habe irgendwann mal meinen Professor, mit der meine Bachelorarbeit betreut hat, habe ich gefragt, wie mache ich das denn? Wie bin ich denn ein guter Aquarientechniker, sage ich jetzt mal? Und dann hat der gesagt, ganz pauschale Antwort, die Medizintechniker sagen mir immer, wie bin ich ein guter Medizintechniker? Indem du auf die Ärzte hörst. Und hier muss ich einfach nur auf die Community hören, auf die Aquarianer hören, deren Probleme zu lösen ja mein Beruf ist. Und da habe ich voll Bock drauf und da bin ich sehr dankbar, dass wir so viel konstruktives Feedback bekommen. Definitiv. Genau. Also das finde ich auch gut, dass ihr das so umsetzt und das bringt euch auch wieder ein Stück weit wieder nach vorne. Und das ist ja genau das, was wir im Endeffekt auch in der Szene wollen. Ja. Dass wenn irgendwas ist, ach, ich hätte gerne jetzt aber das und das. Ja. Und wenn dann eine Firma so wie ihr im Endeffekt das aufgreift und zeitnah umsetzt, dann ist das natürlich...
ein großes Plus. Ein ganz, danke, ganz großes, danke, Plus. Danke, ich weiß es zu schätzen, danke. Ja, jetzt müssen wir halt, müssen auf die, jetzt müssen auf die Worte auch Taten folgen. Also wir experimentieren zum Beispiel auch damit herum, dass wir jetzt auch den Osmulator in die Cloud reinbekommen, weil gerade da möchte ich ja jetzt ein Feedback haben, da möchte ich jetzt wissen, hey, ja, mein Reservoir ist aus, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Gerade da entfalten sich ja erst die potenten Möglichkeiten von so einer Vernetzung. Und ich habe das auch schon öfter gesagt, aber ich kann es auch nur immer wieder betonen, ich weiß, dass wir zu spät damit gekommen sind, aber wir geben jetzt ganz viel Passion da rein, dass das großartig wird, und ich werde weiterhin mein Bestes geben, sage ich mal, dass wir, wenn wir so einen gewissen Stand erreicht haben, auch die Kanäle aufmachen zu möglichst vielen Leaden. Ganz ehrlich, du hast auf dieser Messe das Gefühl, hier sind Konkurrenten, wenn du von draußen kommst, aber hier sind überall Freunde. Ja, also okay, auf jedem Stand, auf dem ich war, und einfach ein Servus und einfach nur auf den Stand kommen, die sind alle so nett und so freundlich, ja, und kooperationsbereit. Ja, richtig, das Networking ist wichtig. Ja. Gerade in unserer, ja, Branche, in dieser Nischenbranche, mehr, ja, Wasser ist es definitiv wichtig. Und ich will unbedingt zu möglichst vielen Firmen die Tür aufmachen, weil was gibt es Blöderes, als 12 Apps zu brauchen, um sein Haus oder sein Aquarium zu steuern, gell? Und da kommen wir gleich auch noch mal zu einem Video, wo ich, ja, noch hingehen werde. Da, ja, habe ich eben schon mit dem entsprechenden Kollegen unterhalten, ja, der tatsächlich hingeht und, ja, verschiedene, ja, Produkte von verschiedenen Herstellern, ja, automatisieren kann, sehr beziehungsweise, cool, steuern kann. Sehr cool. Und der hat auch schon mit einem Kollegen, mit dem, ja, Daniel, genau, gesprochen. Ja. Ist definitiv eine sehr, sehr geile Sache, ja, die der hervorhat. Und vor, ja, allem das Schöne an der Sache ist, es ist modular. Ja. Man kann also das aufbauen, was man gerne hätte, ja, und muss nicht sagen, ich kaufe jetzt, ich sage mal, von der Firma X, ja, ein großes Ding. Ja. Davon brauche ich 50% nicht. Ja, richtig. Und die anderen 50% kann ich nutzen. Nein, ich kaufe mir genau das, ja, was ich brauche, kann es modular aufbauen. Cool. Das finde ich auch, ja, ja, eine, ja, sehr, sehr geile Sache. Werde ich auf jeden Fall gleich mal nach dem Video ein High Five verteilen auf dem Stand. Alles klar. Ja, ja. Cool. Dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ah, immer gerne, gell, mein Lieber. Schön, dass du und hier bist. Ja, wir gehen zum nächsten Stand. Okay. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, genau, auch hier, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ich mich dann selber anschaue und mich da vor der Kamera herumhampel, ne, mit so einer halbheiseren Stimme, dann, ja, okay, freue ich mich hinterher auch riesig reinzuschauen und die Kommentare zu lesen. Und vielleicht ist da auch noch mal die eine oder andere konstruktive Idee dahinter, was, genau, wir irgendwie besser oder anders machen könnten. Ja, genau. Alles klar. In, super, diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, mein Lieber. Ich danke dir auch. Super.